Herzliches Willkommen zurück zu Path of Exile mit den beiden anderen Vollidioten, mit denen wir irgendwie fast nur über Product Placement geredet haben in der letzten Folge. Red Bull! Rockstar for the win! Warum haut ihr eigentlich immer so auf die Tasten, wenn ihr aufnehmen wollt? Was tue ich doch gar nicht! Jetzt sag ich nicht, du hast beendet. Nein! Das ist ja was, ey. Ja, gut. Ich würde sagen, so Questen Richtung Questen gehen. Ja. Okay, ein perfektes Prison-Aspect. Alter, hier sind sieben Männer. Ich kann bei The Ledge, ist der weiteste. Ja, ja, meine ich dann, hier sind sieben Männer. Oh Gott. Alter, die beunruhigen mich. Vor allem machen die merkwürdige Geräusche. Wacht auf mich! Was liegt denn hier jetzt so am Müll rum? Wie kann ich eigentlich mehr Skelette, mehr Zombies beschwören? Ich weiß nicht, einfach E drücken. Ich hab irgendwie gelesen, dass man bis zu 70 Zombies beschwören kann. Ja. Ja, bei dem Skilltree ist das auch nicht verwunderlich. Ja. Ist ja nicht so, dass wir irgendwas mit Intelligenten so. So. Ja, schön. Oh, jetzt kommen ein paar Nette. Also jetzt ist aber gerade hier die absolute Action. Okay, jetzt geht's ab hier. Jetzt geht's ab. Ich bin gleich Level up, wenn ich mal ein paar Leute für mich töten lässt. Nö, deine Zombies töten. Hört ihr die doch einfach. So, warte, jetzt will ich mal eben meinen Skillpunkt. Oh Gott, ich hab noch rausgezoomt. Dann deprimiert mich dieser Skilltree. Und ich gehe jetzt mal. Männer. Nochmal, dass ich noch mehr Mana hab. So, dann sollte das jetzt nämlich erstmal Mana-Skills reichen. Also, wer spielt Goat Simulator? Ich würde das gerne spielen. Ich hab's aber noch nicht gekauft. Ist ganz lustig, das Spiel. Deswegen ja. Nein. Ist es? Ja, das lustig Spiel, ist es aber. Das ist also super. Ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Es ist einfach super. Naja. Hallo, du kannst mit einer Ziege Fahrrad fahren. Ja, das ist. Und Skateboard fahren. Mit einer Ziege, du kannst Leute lecken und die sind tot. Ja, das ist. Und ich dachte, du stehst auf diese kranken Sachen. Ja, doch, eigentlich schon, aber keine Ahnung. Oh, jetzt hab ich schon wieder einen Skillpunkt, ja. Alter. Ja, du kriegst die mit jedem Level ab. Ja, aber und mit manchen Quests sogar auch noch. Das ist. Wahrscheinlich, weil du dadurch Level up wirst. Nein. Ja, aber das ja, nein, tolle, nein. Aber du musst überlegen. ne? Das ist. So ist das nun mal. Ein UFO. Oh. Was? Das Skilltree, das ist der Bauplan für ein UFO. Nein. Doch? Oder nein. Für eine Atombombe, vielleicht auch. Ne, für eine Wasserstoffbombe, für eine H2. Für Meth. Da kannst du blaues Meth mitmachen. Gucken, ob irgendwer die Anspielung versteht mit blauem Meth. Breaking Bad? Richtig. Habt ihr denn eigentlich schon größere Mana-Flaschen und so? Nö. Bestimmt. Ja, weil ich kann nämlich 110 Mana und 135 Mana mit meinen Flaschen regenerieren. Nö, ich hab noch keine. Ich nutze keine Flaschen, sagen wir es mal so. Ich so schon, aber eigentlich nur zum Heilen. Weil ich halt nicht. Ich nutze eigentlich so gut wie nie diese Flaschen. Ja, ich nutze zum Heilen, kaum. Weil ich keine Lifewreck hab. Ja, das ist das Problem. Ich sterbe kaum, beziehungsweise ich werde kaum angehittet. Ja, ne? Geht mir auch so. Okay, das Ding ist, ich hab schon sehr stark jetzt auf Ja, ich werde immer viel angehittet, halbwegs, weil ich stehe ja immer mit ihm vorne dabei. Ja, Problem ist, ich hab so eine hohe Mana-Rack und ich hab schon automatisch von meinem Charakter einen Life-Rack. Oh, ein Boss! Ich ging noch nicht mal zu meinem Schild runter meistens. Ich will nicht sterben, Alter, also. Na
Mana ist. Ach, oh, mein Mana ist leer. Also langsam kriege ich ein bisschen Schaden. Ja, jetzt ist mein Mana weg. Der falsche Gott. Wir haben den falschen Gott getötet. Schön. Ja. Gibt's hier überhaupt einen richtigen? Na klar. Ja, ja, alles. Du möchtest jetzt nur keine religiösen Fanatiker gegen dich haben. Ja. Oh. Ja. Help me, please. Warum sollte ich das? Will jemand von euch zufällig ein Amulett haben, mit dem er 24% höhere Mana-Regeneration hat? Ja. Ich glaube, das wäre ziemlich gut, wenn der Xantrix-LP die nimmt. Ja, ja, wo liegt denn das? Hier, bei mir. Wo bist denn du jetzt? Hier vorne. Also, ich habe jetzt insgesamt 172 Mana. Fuck. Hat sich gerade angehört. Ja, hast du, ne? Ich habe 102. Voll auf mein Mikro gehauen. Ich habe voll auf mein Mikro gehauen. Ja. Wieso? Ich hab das schon besser. Ich hab schon eins mit 25%. Oh. Okay, was kann das Ding? Ja, okay, derzeit habe ich 27. Erstmal was Neues auf meinen Kopf gesetzt. Ich hab sogar noch Alter, ich sehe so von meinem Skilltree her Mana Rec. Ich sehe so behindert aus, irgendwie, mein Charakter. Du wolltest gerade sagen, minderwertig. Ja, das ist er ja sowieso. Warte mal, Klappe. Nur zur Information, ich wollte mal gesagt haben, ich bin groß, blond und blauäugig. Ja. Also minderwertig ist das laut einigen Menschen ja nicht. Aber Climb. Die Menschen, die das sagen, das sind minderwertige Menschen, ja? Wir gehen zum Climb. Ja, wir müssen zum Prisoner's Gate. Ja. Da müssen wir ganz viel durchgehen. Und das werden wir wahrscheinlich nicht in dieser Folge alles machen. Obwohl. Oh, wer weiß. Aber wir können auf jeden Fall weit kommen. Das ist auf jeden Fall. Ja, das. Ich habe ja nicht das Gegenteil behauptet, ja. Am besten irgendwo ein Waypoint jetzt in dem nächsten Areal. Da ist einer. Wo man vom Teufel spricht. Zwei Areale noch sind das. Ich glaube, das schaffen wir. Was ist Spike? Was ist denn in dem Waypoint? Ach, da. Da ist der Waypoint, ja. Ich hab nochmal eine Portal. Eine portale Scrolle. Eine Portal. Alter. Hast du jemals in deinem Leben Englisch gelernt? Nein. I'm very. Oh, da ist eine Kiste. See you. I can speak English very well. Santo? Hi. Du brauchst doch Stärke, oder? Ja. Willst du ein Amulett mit 20 plus Stärke? Ja, wo liegt denn das? Bei mir. Ja gut, das ist... Ember Amulett, ja gut. Wo hab ich das denn? Da. Ah toll, also, das kann ich nur für das Mana Amulett entweder ersetzen. Naja. Aber das Amulett... Aber du bist ja Nachkämpfer. Ist Stärke da nicht wichtiger? Fast schon. Ja, aber okay, das ist eigentlich richtig. Ich glaube, das mache ich mal. Ich guck mal, wie sich das anfühlt. Während des Spielens, ob ich da jetzt eine Verbesserung merke. Meistens das Beste, wenn man sich nicht entscheiden kann, einfach mal testen in Game. Alter, ich sehe hier nichts, ne? Eine Katastrophe ist das. Eine Katastrophe? Eine Yvonne-Katastrophe. Alter. Der war noch schlechter als meine teilweise. Nee. Der war genau. Müsste mich immer mobben. Ja. Ja. Wusstet ihr, Mobbing kann tödlich sein? Und? Ja. Das ist doch unser Ziel. Ja, dass ich euch töte, ne? Ja, ja, klar. Ja, du bist Gamer, hallo? There's no mana with sacrifice. Ja, du spielst Counter-Strike, hallo? Das ist immer vielleicht das Spiel schlechthin. Okay, tut mir leid, ja, stimmt. Alter, du bist auf die Fresse, hab ich nicht. Wer jetzt? Ui, was soll das denn jetzt gerade mit den Pfeilen? Da ist ein Bossgegner. Wo? Oh. Der hat so eine schöne Fähigkeit, die so Pfeile. So, ach, Area so. Effect. Nicht so Area of Effect. Das ist so eine Erfindung, die. Area of the Effect?
AOE nennt sich das auch. Wo wir eben bei Product Placement waren. Dann, du hast gerade schon wieder Product Placement gemacht im Endeffekt. Wer, ich? Ja. Warum? No Beast of Effekt ist auch Energy. Okay, damit wir das, da müssen wir jetzt ganz viele andere Energy-Drinkmarken nennen. Red Bull, Rockstar, Relentless, Monster, dieser kleine, dieser billige niederländische Energy-Drink, wo es eine ganze Palette für 5 Euro gibt. Hast du schon Booster genannt? Booster! Ja. Free Energy gibt's auch noch. Mega Man oder wie das heißt. Magic Man. Magic Man, genau. Magic Man. Ich kenne nicht so viele Energy Marken, ich kenne nur die bekanntesten. Also ich beschäftige aber mich nicht aber so. Aber Magic Man ist super. Das ist super scheiße, ja, das ist wahr. Ja, richtig, das wollte ich damit auch sagen. Ja. Das ist richtig super. Und einer aus meiner Klasse trinkt das dann manchmal zur Schule einfach in einer anderen Tablettapulle mit. Oh. Der hat auch teilweise. Leid. Gibt es nicht so ein Billig-Energy, den man immer mit Wodka mischt oder so? Also so Booster? Das ist Effekt, glaube ich mal. Ja, oder Effekt ist aber gar nicht so billig eigentlich. Ah, das ist schon mal eine. Doch. Nee, Effekt ist. So billig jetzt nicht? Finde ich schon. Hm. Also, wenn ich bei Red Bull 1,20 für eine Dose zahle, ist Effekt billig. In this cage, evil claws bei Effekt bezahlst du circa auch 1 Euro irgendwas. Okay. Das ist safe einfach. Warte, wie komm. Ah! Hier ist sogar, hier gibt's sogar, wie heißt es, so eine Sichtweite, dass man nur bestimmte Sicht, dass man nur bestimmte. Ah gut, wir sind fast durch. Ja, ja. Für eine der Quests müssen wir übrigens wieder zurück in die Stadt, ne? Ja, ja, aber dann Waypoint. Machen wir die andere. Oh, hier ist ein Waypoint. Ja. Oh, das sind Skelette. Ja, dann machen wir erst die hier fertig, würde ich sagen. Ja. Also, ich würde mal sagen, du magst ja Skelette. Ja, klar, ich mag aber Heidi Klum. Und auch in deinem Risen-Let's Play hast du sehr viele Freundschaften ja. Mit Skelette. Ja. Ah, mit Ghoulen. Ghoulen vor allem, das sind die Besten. Ja, gibt's nichts Besteres. Besteres. Gibt's nichts Besteres, ja. Hier ist ein Necromancer. Nichts Asbesteres. Hier ist ein Necrophiler. Hör doch mal auf, Leichen zu ficken, ganz ehrlich. Ja, ehrlich. Damit. Tut mich leid. Oh Gott, hier liegt so viel rum. Ja, das denke ich auch gerade so. Arrow, nein. I used to be an adventurer like this, but you. I got an. Yeah, I. Nein, I used to be an adventurer like you, but then I took an arrow in the knee. Oh Gott, nee, ich hab schon. Mein Inventar platzt schon wieder. Ja. Ich bin dafür, wir gehen zurück zur Stadt. Ja. Können wir mit dem Wegpunkt wieder zurückreisen. Also, da müssen sich die Entwickler hier nochmal irgendwas überlegen lassen. Überlegen, ein bisschen größeres Inventar, ja. Oder mindestens eine zweite Seite. Ja. Ja, aber das damit machen sie Geld. Nö. Hä, wo machen die damit Geld? Nein, also mit einem Stash auch. Mit einem Inventory Stash. Was? Hat man ja vier. Da hat man ja vier Kisten und. Ja, aber die Kisten bringen einen ja nichts, während ich laufe. Das ist ja, die würden damit viel mehr Geld machen, wahrscheinlich, wenn man sich ein größeres Inventar holen könnte. Aber das wäre dann wieder Pay to Win. Und das wollen sie ja nicht. Ja, das ist gut. Ja. So, wir müssen mit Nessa reden. Das ist ein primitiver Stab, aber es ist ein gutes. Aber ich schnapp mir. Dann machen wir einfach mal hier die Quest. Da, sowieso. Oh, da kriegen wir einen Diamanten. Also, ich versuche gleich mal. Ich versuche alles, was so ein bisschen höhere Rarität hat, mitzunehmen, weil einfach das bringt einfach ziemlich viel an guten Tauschsachen. Wo seid ihr überhaupt jetzt hin? Ich hab mit dieser Nessa jetzt geredet. Und so, dann müssen wir mit. Ja, und dann müssen wir mit Taglight reden. Achso, okay, ja, ich bin noch so verträumt und so. Ja, das merke ich. Ja, wenn man erst ne? Mein Inventar, ja. 2 Stunden zu spät zur Aufnahmesession kommt, oder 3 sogar. Ist schon was Wunderherrliches, ne? Ja. Minion Damage. Minions dealt 31% more Damage.
Das hört sich schon mal. Vor allem, das ist so toll, du liest es auf Englisch vor und sagst dann auf Deutsch 31%. Das ist so super, ne? Ja, das ist so meine Logik so dahinter. Ey, das ist sogar eigentlich richtig gut, dass wir jetzt hier erst in der Stadt waren, weil bei der anderen Quest müssen wir zum Gefängnis latschen wieder. Ja. War sogar sinnvoll. So, Sell-Items. Auf jeden Fall ausnahmsweise mal einmal was Sinnvolles dabei, ja, das stimmt schon. Warum kann ich das Schild nicht benutzen? Aber egal. Das ersetzen und den. Mach ich den da rein? Nee, oh, kann ich gar nicht. Ich hab diese 10 dieser Transmutationscharts habe ich bekommen. Wenn ich jetzt tauschen würde. Sell Items. So, dann kann ich das Ding verkaufen. Wahrscheinlich die Leute, die das Spiel schon viel mehr gespielt haben, die denken sich jetzt so, was machen die für einen Scheiß. Ja, das sowieso. Was verkaufen die das? Das ist doch voll toll oder so. Okay, na, das glaube ich bei den Sachen, die ich habe, nicht. Ja, aber. Okay, das glaube ich auch weniger, aber... Ich glaube, die denken sich... Und das behalte ich dann mal. Das Nailed Fist benutze ich eh nicht. Ich habe, glaube ich... Den Stab. Das ist so toll, dieses Spiel, ne? Aber es ist das. Wirklich für ein. Okay, viele MMOs sind free to play, aber ich meine, das ist wirklich. Gut. Ja. Oh, mein Arm tut weh, Alter. Das ist echt immer noch von deinem scheiß 18. Ja, tut mir leid, wenn meine Pflanzen halt angreifen wollen. Da will man nur in Ruhe draußen sein. Ja. Bobbelfunktion. Du musst ja nicht qualmen, ne? Ja, nee, du kannst auch direkt brennen. Ja. Ich hätte ja auch im Wohnzimmer rauchen können, ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr da was gegen gehabt hättet. Und der Plasmaflier und der Stubauf, der hätten, glaube ich, geweint. Ja, die hätten wirklich geweint. Und nein, das geht bei uns nicht klar. Ja, siehst du? Ja. Das Ding hier weg. Ja, muss halt aufpassen vor den Erbsen. Muss halt die Erbsen ausweichen. Als ob das von einer Erbsenpflanze ist, Mann. Aber, es geht meinem Rücken wenigstens wieder besser, ja. Oh, das ist toll. Das finde ich echt toll, dass dein Rücken jetzt besser geht. Ja, dein scheiß Sofa, Alter. Was ist das so hart? Das sieht so gemütlich aus. Was schmeißt du dich da auch drauf? Es sah so gemütlich aus. Und es tat so weh. So, ich geh schon mal in Richtung. L-Items. So, den Bogen. Du hättest dabei sein müssen, Kevin. Das war so geil. Ja, das war schon. Super. Es war einfach super. So, dann habe ich. Wenn man sich um 23 Uhr noch einen Döner holt, dann ist das sowieso geil. Ja, das war richtig super. Ich habe mich auch voll gefreut. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Dann, accept. Dann gehe ich jetzt wieder zu meiner Kiste. Da ist das. Ah, da habe ich auch noch Sachen, die ich eventuell. Ah, nee, die behalte ich ja. Die behalte ich. Dann. Die zusammen. Okay, die beiden Amulette mit der Mana. Och, die behalte ich mal noch. Na, guck mal, ich finde hier diese Truhen. Ich weiß nicht, wie es später wird, aber ich meine, jetzt brauche ich hier nie im Leben alle 4 Plätze. Naja. Was macht der denn? Right click this item to left clicks. Ach ja, ich wollte ja noch die Schuhe hier. Okay, die Schuhe nehme ich mal mit. Ich glaube, ich bin gerade. Die gleich verkaufen, die Axt verkaufe ich gleich. Iron hat, den verkaufe ich gleich auch noch. So, ich bin bereit. Ich noch nicht. Ah, ne, warte, wir müssen an den Tarklei reden. There's a fine line between ja, man and monster. Geredet. Ja, Brutus. Be well and truly cross that line. Brutus is a big. Aber manchmal bin ich mir da nicht so sicher. And as you know, ja. Hillock, big lads are slow. Hit ja, ich bin mir bei dir auch nicht mal sicher, ob sie überhaupt was kann. So. Ach ja, verschlafen, das kannst du. Ja, das sowieso. Obwohl, das kann, glaube ich, jeder. Nein. Ja, du warst ja, da. Ja, komm, Studenten, das
Das ist normal, dass Studenten nicht verschlafen können. Ja. Peppen sich auch immer mit Ritalin schön auf. Dann passt das schon. Ja. Ist Ritalin nicht ein Beruhigungsmittel? Ach. Oh mein Gott, Franzosen! Nein! Ja, was ist denn jetzt mit Franzosen? Ja, wenn jetzt die Franzosen kommen, dann finde ich, sollten wir weggehen. Im Chat. Nee, in der Folge. Achso. Ja, gut, ne? Das wäre jetzt auch eigentlich ein perfektes Ende. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge losgehen und wieder ins Gefängnis. Ja. Und ich bin schon. Ich bin im Gefängnis. Weißt du, du hast am längsten, glaube ich, von uns allen gepennt. Du bist der Einzige, der müde ist. Oh, wie super, ne? Ich hab gar nicht lange gepennt. Ich habe bin um 5 Uhr ins Bett gegangen, glaube ich. Ja, da hättest du auch noch bis 10 Uhr durchmachen können. Ja. Nee, keinen Bock gehabt. In dem Sinne, somit bis zur nächsten Folge Path of Exile. Oder bis dahin. Haut da rein. Ich würde es jetzt mal so sagen, ne? Ja, klar. Ja. Wir warten noch auf eine Endbegrüßung. Ja. Tschüss.